ganz wichtige Frage. Ja. Wie verhütest du eigentlich? Wie ich verhüte? Oh ja. Meinst du jetzt Kinder oder was? Ja, sicher, wie man Männer verhütet, weiß ich selber. Ja, wollte ich doch sagen. Ach, Lisbeth, das weißt du doch, nach meinem Eisprung, da kannst du die Uhr nachstellen. Das stimmt, Sommerzeit, Winterzeit. Ja, ja. Das zuckt schon, ne? Ja, das zieht. Zuckt schon, ja, ja. Dann geht's nochmal, Sommer im Ernst. Pass auf jetzt, komm hier, ja, ganz ja, im Ernst, Lisbeth, ja. Pass auf. Weißt du, was ich danach immer mach? Nee. Ich esse einen Apfel. Wie hilft das denn? Das hilft nicht, aber das ist ein gutes Gefühl, du. Matta. Nee, ist gesund. Ist jetzt, wirklich gesund. Matta, jetzt sag mal im Ernst. Was denn? Jetzt pass mal auf. Du hast doch einen Namenkrieg, ne? Na, welchen? Ja. Ja. Ja, bei dem da, wo die Amis hinterher... Ah, die ja. Amis, ich ja, weiß. Ja, ja. Nenn mir die Jungs und ich weiß den Krieg. Ja. Da hast du doch... Du hast doch von so einem Ami so einen Gumminuppen, so einen... So ich? Ein Gumminuppen? Ja, so ein Gumminuppen, so ein... Ah, ja, ja. Mein Diaphragma! Ja, ja, ja. Mein Diaphragma, ja, ja, das hab ich immer noch. Gut, das macht jetzt ein bisschen porös sein nach all den Jahren, aber... Schon eine Weile her. Das sitzt immer noch 1A an derselben Stelle. Ja, das macht alles mit hier. Das hält. Die kann hüpfen. Ja, ich kann auch hüpfen, ne? Die hüpft wie ein junger Hüpfer, du. Oh, ja. Ach, nee. Weißt du, Lisbeth, ja, ich muss aber auch sagen, ich habe mich endgültig entschieden. Für diesen Gumminuppen da. Nein, nein, ich will keine Kinder mehr. Ja, das stimmt, ich will auch keine mehr. Nein. Ne, wir haben gerade bis zur Pause haben wir noch gezögert, aber ja, jetzt ist Schluss. Ne? Wirklich, endgültig. Wir reden dann nicht mehr drüber und wir wollen auch keine mehr. Ist vorbei, nee, ist nee, Schluss aus. Nee. Kinder, nee, oh, so nee. Kinder. Also wenn die beim Rauskommen, ja, wenn die da 17 wären und ein Jahr später das Haus verlassen würden, ne? Ja, ne? Ja, ja, dann könnte man drüber reden, aber die kommen ja raus, die können ja nix. Die können doch... Das sind Nix-Könner. Aber absolut. Aber total. Die können doch überhaupt nichts. Die, ja, die flutschen da so aus, wie die schon aussehen, dann so verschmiert. Ja. Was macht das denn für einen Eindruck? Ja, ja. Und dann sind die da und können nichts, ja? Nix. Die können doch noch niemals alleine jetzt nur so zum Beispiel ja, alleine auf Toilette. Ja, ja. Aber hör mal, so gesehen, das konnte der Fritz auch nicht mehr. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nein, aber guck mal, so ein Kind, das sabbert den ganzen Tag und dann muss das ständig füttern, so. Ach, nee. Ja, ja. Fritz auch. Ja. Ja. Aber so ein Blach, das schreit die ganze Nacht, dann will er zu dir im Bett und... Da konnte der Fritz schreien, so lange, wie der wollte. Nee, nee. Aber echt, du kannst doch als ältere Dame, du kannst doch gar nicht mehr in den Park. Nee. Zum Beispiel, in den Park. Ne? Ist doch gar nicht mehr möglich. Nee. Da sitzen sie da rum. Ja. Diese glücklichen Hühner von Müttern ja, mit ihren dösigen Blagen. Ja. Pipi in den Augen ja, vor Glück. Also echt, ey. Vor Glück. Boah. Ich frage mich, wo da das Glück ist. Echt, oh ja, Mann, Mann, und dann Mann, diese Blagen, das sind ja, das ist ja unglaublich. Das ist ja eine Plage, ja, so Blagen. Ja, das sind ja, die sind ja so laut. Ja, und so lange so laut. Und die sind so schnell. Und so lange so schnell. Die haben so eine Kondition, ne? Also viel mehr Kondition als wir, zum ja, Beispiel. Echt. Ja, und das werden immer mehr. Ja, die explodieren. Ja, ich weiß auch nicht, wo das alle herkommt. Weiß das werden ja, immer mehr, und immer überall, mehr. Und überall Milchschnitten, ne? Jo, Milchschnitten. Oder Reste von Milchschnitten. Oder Reste von Milchschnitten Papier. Ne? Jo, jo, überall ja, liegt es rum, ja? Ja, ja? Und wenn man sich mal aus Versehen jetzt gar nicht mal mit böser Absicht, ne? Sondern aus Versehen auf so eine Barbie-Puppe draufsetzt, da wird man gleich gelünscht. Ja, ja. Und Mann, weißt du, was das Schlimmste ist? Nee. Du darfst ihnen nichts tun. Nee, ne? Nee. Boah. Überall klebt Marzipan. Kühlschrank wieder leer gefressen. Einfacher Plan, kindlich genial. Sie kennen kein Gut. Sie sind nur böse. Ja, es gibt nur Schwarz. Es gibt kein Weiß. Aha. Es gibt Zahnlücken statt Zähneputzen. Ewig Erdbeereis. Auf Lebenszeit, immer für eine Überschwemmung gut. Nehmt den Kindern das Kommando, sie berechnen nur, was sie tun. Die Welt zurück in Elternhände, dem Wahnsinn ein Ende.
wären in Grund und Boden gerammt. Kinder an die Wand. Sie sind die wahren Anarchisten. Lieben das Chaos, räumen nie auf. Sie kennen nur ihre Rechte, keine Pflichten. Ungekippter Apfelsaft, massenhaft. Ungestüme Kraft ist so ekelhaft. Nehmt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nur, was sie tun. Die Welt zurück in Elternhände, dem Wahnsinn ein Ende. Sie werden in Grund und Boden gerammt. Kinder an die Wand. Yo. Es gibt vor ihnen kein Entkommen. Jede Minute wird gestört. Sie schreien und sie nerven und sie quälen. Und Hause drauf, yo, ist auch verkehrt. Richtig niedlich sind sie nur im Schlaf. Nehmt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nur, was sie tun. Die Welt zurück in Elternhände. Dem Wahnsinn ein Ende. Und Boden gerammt, Kinder an die Wand. Yo!